Siedler ist sehr für seine Warenkreisläufe bekannt, aber letztendlich arbeitet alles auf die Schwerindustrie und die Kaserne hin. Und erst vor kurzem fiel mir erneut auf, dass die Verhältnisse zwischen diesen Gebäuden möglicherweise nicht sehr intuitiv sind. So hatten zumindest gefühlt zwei Eisenschmelzen keinerlei Schwierigkeiten, vier Waffenschmieden zu versorgen. Und die Goldschmelze der Trojaner ist auch stark in Verruf geraten. Es wird also Zeit, sich das letzte große Stück des Puzzles genauer anzusehen. Hierzu solltet ihr euch auch mein Video zu den Minenmechaniken ansehen, da die dort ermittelten Produktionswerte die eine Hälfte der Rechnungen hier darstellen. Beachtet aber, dass auch der Zufall eine gewisse Rolle spielt und diese Werte für maximale Vorkommen gelten. Früher oder später wird der Ertrag einer Mine sinken, plant also ruhig ein paar mehr ein, sobald ihr etabliert seid. Da Minen nur Nahrung verbrauchen, wenn ihr Lager nicht voll ist, könnt ihr auch nichts durch Überproduktion verschwenden. Bei der Eisenschmelze wird bereits ein erster Trend deutlich. Die Wikinger haben die schnellsten Gebäude, dicht gefolgt von den Römern, dann kommen mit weitem Abstand die Trojaner, während die Mayas das Schlusslicht bilden. In allen Fällen reichen aber eine halbe Eisen- und eine halbe Kohlemine aus, um eine Eisenschmelze zu versorgen, in vielen Fällen sogar noch weniger. Dieser Trend setzte sich auch bei den Schmieden fort. Und in allen Fällen sind Werkzeugschmiede schneller als ihre Gegenstücke. Aber das schiebe ich mal nicht auf die Ausbildung, sondern darauf, dass Werkzeuge einfach andere Anforderungen haben als Waffen. Gerade Rucksackkatapulte stelle ich mir deutlich komplizierter vor als eine Angel. Eine Eisenschmelze genügt für eine Waffenschmiede und hat meist sogar etwas Überproduktion. Dazu kommt eine dritte Kohlemine, um die Barren zu verarbeiten. Die Goldschmelze folgt dem Trend auch, mit einer Ausnahme. Die Goldschmelze der Trojaner ist tatsächlich deutlich langsamer, sogar im Vergleich zu der der Mayas, die dieses Mal ziemlich nah bei den übrigen Völkern sind. Hier muss man aber auch bedenken, dass die trojanischen Goldschmelzen spottbillig sind. Ihr könntet doppelt so viele bauen und hättet im Vergleich zu den anderen Völkern noch Rohstoffe übrig. Für jede Goldschmelze solltet ihr etwa eine halbe Kohle und Goldmine einplanen. Insgesamt sind die Bauverhältnisse ziemlich ähnlich, aber auf dem Papier hat die Schwerindustrie der Wikinger und Römer einen erkennbaren Vorteil gegenüber der der Mayas und Trojaner, da sie den gleichen Output mit weniger Gebäuden erreichen können. Letztendlich führt alles zur Kaserne und ich muss gestehen, wenn ich nicht an mehreren Orten Soldaten rekrutieren möchte, baue ich normalerweise nur eine. Da bin ich wohl die Ausnahme, aber da die Kaserne nicht mal eine Arbeitsanimation hat, konnte ich mir bisher nie vorstellen, dass dieses Gebäude überhaupt in einer normalen Situation zum Flaschenhals einer Soldatenproduktion werden könnte. Um herauszufinden, wo die Grenzen einer Kaserne liegen, habe ich eine kleine Karte erstellt, auf der per Skript für unbegrenzt viele Siedler, Waffen und Gold gesorgt ist. Bei Level 1 Soldaten sind pro produziertem Einheitentyp 12 bis 16 Soldaten pro Minute möglich. Wir reden hier also je nach Volk und Einheitenauswahl von 5 bis 19 Waffenschmieden, um eine Kaserne auszulasten. Ab Level 2 wird aber nicht mehr die Anzahl der Waffen, sondern das Gold zum Flaschenhals. Die Kaserne hat zwar Platz für bis zu 3 Waffentypen und noch dazu Rüstungen, aber nur einen 8er-Slot für Gold, von dem alle höheren Rekrutierungsaufträge ziehen. Ab Level 2 sinkt der Output bereits unabhängig von der Auswahl der Einheiten auf 12 bis 16 Soldaten pro Minute. 5 Waffenschmelzen und Goldschmelzen reichen hier also je nach Konstellation schon aus. Wenn wir in den Level 3 Bereich wechseln, halbiert sich der Output ein weiteres Mal, wir brauchen also nur noch 3 bis 4 Waffenschmieden und dafür die doppelte Anzahl Goldschmelzen. Diese Trends zeigten sich sowohl bei römischen als auch trojanischen Kasernen. Bisher habe ich also meine Kaserne oft am Limit betrieben und auch wenn ich selten mehr produziert habe, wäre eine zweite Kaserne schon oft sinnvoll gewesen, alleine um besser Gold anfordern zu können. Noch dazu sind die Testbedingungen ziemlich ideal, aber bei einer normalen Siedlung ist nicht abzusehen, woher die Siedler, die sich der Armee anschließen, genau kommen. Baut also lieber eine Kaserne mehr als weniger, um mehr Siedler und Waren anzufordern. Eine voll ausgelastete Kaserne hat auch das Problem, dass sich Soldaten und Siedler gegenseitig im Weg stehen.